Hey Christian, hast du gehört, was am Freitag bekannt gegeben wurde nach Börsenschluss? Ja, ich habe was mitbekommen. Meinst du Warren Buffett? Genau, das Orakel von Omaha. Das ist Wahnsinn. Ja, das gibt's gar nicht. Ne? Er hat sich doch von seinen großen Bankanteilen getrennt. Wells Fargo, JP Morgan hat er verkauft und ist er eingestiegen? Ja, das ist das Wichtigste. Das ist der Startschuss, der zweite Startschuss sozusagen für den kommenden Goldbullenmarkt. Sie Wenn das Orakel schon. Von Omaha mitmacht, dann hat jeder Fondsmanager seinen Segen jetzt, da auch einzusteigen. Ja, Barrick Gold, ja, zweitgrößte Goldminenaktie. Warren Buffett ist eingestiegen. Wir sehen hier nachbörslich dieses riesen Gap hier nach oben. Und ja, interessanter Wert. Deutlich oberhalb der 200-Tage-Linie, deutlich oberhalb der 50-Tage-Linie. Von hier ging es nach oben und ist jetzt hier knapp unter dem 52-Wochen-Hoch. Ja, und das ist ja, das muss man bedenken. Das ist von jemandem, der die ganze Zeit erzählt, Gold ist ein barbarisches Relikt. Und was macht er jetzt? Jetzt steigt er da direkt ein. Und nicht nur im Gold, was ja ohnehin schon interessant wäre. Nein, der steigt jetzt in eine Aktie ein. Das ist ja gehebelt sozusagen. Ne? Ja, also auf jeden Fall interessant, wie sich da die Meinungen ändern. Aber wir haben es auf dem Schirm. Ja, vorher hat sich ja keine Sau getraut, den Wert zu kaufen von den Fondsmanagern. Ne? Wenn der Warren Buffett den nicht kauft, dann kauft man den auch nicht. Man möchte ja nicht dumm dastehen vor den anderen Kollegen. Aber jetzt hat man den Segen, ne? Ganz von oben. Und eins muss man auch bedenken, das ist ja jetzt der Stand von vor 6-7 Wochen, dass er die gekauft hat. Jetzt könnte es ja ganz anders aussehen. Die Position könnte ja größer sein oder er könnte jetzt auch noch in ganz anderen Werten unterwegs sein. Ja, es gibt natürlich verschiedene Alternativen dazu oder wie auch immer in der Peer Group. Wir haben jetzt mal verschiedene Werte mal hier aufgerufen. Einmal die Agnico Eagle Mines, ja, auch nahe des 52-Wochen-Hochs. Ähnlicher Chartverlauf, ja, nicht zu verwundern natürlich, alle gekoppelt am Goldpreis. Daneben haben wir natürlich noch, auch ganz bekannt hier die Newmont Mining, Newmont Corporation, auch sehr bekannter Wert. Ja, hinkt noch ein bisschen zurück, ist nicht ganz so großes Gap, aber hat natürlich Potenzial hier auch das 52-Wochen-Hoch wieder anzugreifen. Ja, warte, bis rauskommt in 4 Wochen, dass er da auch schon eingestiegen ist. Wer weiß, ne? Ja, wir werden es hören. Hast du noch Franco Nevada für uns? Haben wir auch noch. Franco Nevada, ähnlicher Chart wie bei Newman Corp. Zwar eine Royalty-Firma, aber keine Minenfirma, aber trotzdem. Ist auch ein Wert, den er sich bestimmt anschauen könnte. Ja, es bleibt jetzt spannend. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall der Startschuss für den zweiten Goldbullenmarkt, würde ich sagen. Ja, ich lehne mich da mal aus dem Fenster. Gut, mag sein. Wir wissen es nicht. Ja? Die Meinung müssen wir uns alle selber bilden, aber aktuell positive Chartverläufe, es geht nach oben. Immer am Ball bleiben und schauen, wie es weitergeht. Und die Werte kann man natürlich bei uns direkt auch an der Toronto Stock Exchange kaufen. Ne? Richtig. Direkt an der Heimatbörse. Alle Möglichkeiten, direkt zu handeln, direkt an der Heimatbörse. Kanada, USA, alles im Angebot hier bei CapTrader. Oder halt natürlich in Euro an den Börsenplätzen hier in Deutschland. Ja, dann wollen wir mal sehen, was die Fondsmanager daraus machen, wenn der andere vorangestürmt ist. Alles klar. Gut, ich wünsche Ihnen allen schöne Trades, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.